Im Sommer 2018 gaben sich 12 völlig fremde Menschen für die Sat.1-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick das Ja-Wort. Unter ihnen waren auch Sandra, 30, und Sebastian, 32. Beim großen Wiedersehen verkündeten die beiden. Dass sie weiterhin ein Ehepaar bleiben wollen, doch schon wenige Wochen später kam es zum Bruch. Die Ehe scheiterte, doch die Hoffnung auf die große Liebe gab die blonde Braut Sandra nicht auf. Und dafür wurde sie jetzt belohnt, denn seit wenigen Wochen hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit bunte.de sprach sie über die neuen Schmetterlinge im Bauch. Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass du und Sebastian kein Paar mehr seid. Wieso kam es bei euch doch noch zur Trennung? Sebastian und ich sind seit Mitte Oktober 2018 getrennt. Wir hatten schon geplant, zusammenzuziehen, aber kurz davor habe ich die Reißleine gezogen. Ich musste auf mein Bauchgefühl hören. Die Gefühle waren nicht mehr so stark. Wir haben zwischendurch eine kurze Beziehungspause eingelegt und da habe ich gemerkt, dass ich ihn nicht mehr vermisse, und das habe ich ihm auch so geschildert, und vermissen ist für mich ein wichtiges Indiz für die Liebe. Gekuppelt wird im TV auch bei Bauer sucht Frau. Und da haben es so einige Paare schon vor den Altar geschafft. Die schönsten Brautkleider seht ihr im folgenden Video. Du wurdest nach der Trennung angefeindet. Wie ging es dir damit? Ja, ich habe im Internet viele Hasskommentare einstecken müssen. Ich kam anfangs damit gar nicht gut zurecht, da ich nicht verstanden habe, warum ich aufgrund meiner Ehrlichkeit so angefeindet werde. Leider verstehen die Zuschauer nicht, dass es unter solchen Bedingungen schwer ist, sich in der Kürze der Zeit zu verlieben. Man steht ja praktisch immer unter Druck. Laut Facebook bist du seit Februar wieder neu liiert und verliebt. Wie kam es dazu? Kanntest du deinen Liebsten schon länger oder hast du ihn jetzt erst kennengelernt? Mein neuer Freund Andy, DJ Bonsai, aktueller Titel So schöne Engel, hat mich einfach per Instagram Mitte Februar kontaktiert. Kurz darauf haben wir uns beim Italiener in Leipzig verabredet und wir haben gleich beim ersten Date gemerkt, dass wir uns sehr sympathisch sind. Das erste Liebesposting von Andy seht ihr hier. Ist es einfacher für dich, eine Beziehung zu führen, die nicht auf Distanz ist? Eine Beziehung auf Distanz war für mich nicht leicht, man hat kaum Zeit füreinander und auch die Fahrtkosten sowie der Stress machen das alles nicht einfach. Andy ist aus Leipzig und wohnt ganz in meiner Nähe, so dass man sich öfters sehen kann. Und ich muss sagen, das funktioniert prima bei uns. Wir sehen uns immer mindestens dreimal pro Woche.
Und auch Sandra teilte bereits total verknallte Fotos mit ihrem Andi. Andi und du, ihr wart sogar schon im Urlaub. Wie kam es so spontan dazu? War der gemeinsame Urlaub ein Test für die frische Beziehung? Glaubst du, dass er diesmal der Richtige ist? Andi hatte letztes Jahr eine Florida-Rundreise für sich allein gebucht und hat mich spontan gefragt, ob ich ihn begleiten will. Ich habe nicht gezögert und bin mit ihm nach Florida gereist für 10 Tage. Wir sind heute zurückgekommen. Es war eine super Erfahrung und wir haben uns gleich ein ganzes Stück besser kennengelernt. Ich möchte den Urlaub mit ihm nicht missen und bin sehr, sehr froh, dass wir zwei uns so super verstehen. Ich glaube, wir zwei sind uns jetzt schon nach kurzer Zeit einig, dass wir keinen besseren Partner für uns finden würden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es fühlt sich sehr gut an mit ihm. Und ich habe richtige Schmetterlinge im Bauch. Du bist ja offiziell noch verheiratet, könntest du dir vorstellen, noch einmal zu heiraten? Ich kann mir sehr gut vorstellen, noch einmal zu heiraten, wenn ich gefragt werde.